Ja, bei der WLAN-Störerhaftung ist was Entscheidendes oder vielleicht auch nicht so Entscheidendes passiert in der vergangenen Woche. Der Bundestag hat nämlich eine Änderung des Telemediengesetzes beschlossen. In dieser Änderung ging es um die WLAN-Störerhaftung. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal so im Einzelnen erläutern muss, worum es dabei geht, oder ist euch allen so ungefähr bekannt, worum es bei der WLAN-Störerhaftung geht? Ja, das nehme ich mal als Zustimmung. Ja, genau. Also, worum ging es jetzt ganz genau? Also, am 2. Juni gab es diese Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag und das erklärte Ziel dieses Gesetzes war, die Rechtsunsicherheit beim Betrieb offener WLAN-Netze zu beseitigen. Die Rechtsunsicherheit besteht eben wegen der sogenannten WLAN-Störerhaftung darin, dass man abgemahnt werden kann, kostenpflichtig abgemahnt werden kann, für Rechtsverletzungen, die Nutzerinnen und Nutzer über so ein offenes Netzwerk begehen. So, was hat man jetzt gemacht? Man ist hingegangen und hat das sogenannte Provider-Privileg auf WLAN-Betreiber ausgedehnt. Hat man es wirklich ausgedehnt? Eigentlich nicht, weil es ist schon Stand der Rechtsprechung, dass dieses sogenannte Provider-Privileg, das sind Haftungserleichterungen für Betreiber, die eben anderen den Zugang zum Internet ermöglichen, die also nur Informationen durchleiten, diese Haftungserleichterung, die gilt für große Provider, wie zum Beispiel die Telekom und Vodafone, aber eben genauso auch für WLAN-Betreiber nach der Rechtsprechung. Das hat man jetzt nochmal gesetzlich geregelt und klargestellt, ja, das ist so, ja. Captain Obvious. So, und was hat man noch gemacht? Nichts mehr. Das ist teilweise gut und teilweise schlecht. Gut ist es insofern, als das in dem ursprünglichen Gesetzesentwurf mal vorgesehen war, dass diese Haftungsfreistellung für WLAN-Betreiber nur dann greifen soll, wenn sie sogenannte angemessene Sicherungsmaßnahmen ergreifen. Das heißt, wenn sie ihr Netz verschlüsseln und mit einem Passwort sichern, ja? Und noch diese unsägliche Vorschaltseite einbauen. Das ist jetzt nicht mehr im Gesetz drin und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Schlecht ist, dass man einen Absatz, der ursprünglich mal in dem Entwurf drin stand, wieder gestrichen hat, den 8 Absatz 4. Da stand nämlich drin, dass sich diese Haftungsfreistellung auch auf Unterlassungsansprüche erstreckt. Diese Unterlassungsansprüche sind die eigentliche Wurzel für die kostenpflichtigen Abmahnungen. Ja, in dem Augenblick, wo ich kostenpflichtig abgemahnt werde, geht ein Rechteinhaber, zum Beispiel ein Label oder ein Verlag, hin und verlangt von mir als WLAN-Betreiber, dass ich Maßnahmen ergreife, damit Urheberrechtsverletzungen über dieses Netz zum Beispiel in Zukunft nicht mehr vorkommen. Ja? Und die Grundlage dafür ist ein materiellrechtlicher Unterlassungsanspruch. Und der wird eben mit der Abmahnung geltend gemacht. So. Was ist davon zu halten? Tatsächlich ist es so, dass mit diesem Gesetz die Störerhaftung gerade nicht abgeschafft wird. Es steht zwar Störerhaftung drauf oder Abschaffung der Störerhaftung, aber genau das ist eben nicht drin. Denn die Störerhaftung, das sind genau diese Unterlassungsansprüche. Ja, die Unterlassungsansprüche, das ist die Störerhaftung und die liegen dummerweise genau außerhalb des Provider-Privilegs. Das heißt, wenn das Gesetz jetzt sagt, das Provider-Privileg gilt auch für WLAN-Betreiber, dann sagt es damit gerade nicht, dass diese WLAN-Betreiber nicht von der Störerhaftung erfasst sind. Ja? Dazu hätte es eben regeln müssen, das Provider-Privileg umfasst auch Unterlassungsansprüche. Und das tut es leider nicht. So, es ging dann nur so weit, dass man sich dazu durchringen konnte, in die Gesetzesbegründung reinzuschreiben, durch dieses Gesetz wollen wir erreichen, dass WLAN-Betreiber künftig nicht mehr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Das Dumme ist, dass so eine Gesetzesbegründung leider nicht bindend ist, im Gegensatz zum eigentlichen Gesetzestext. Gerichte können diese Begründung heranziehen bei der Auslegung und Anwendung von Rechtsvorschriften, aber sie müssen dabei keineswegs zu dem gleichen Ergebnis kommen, was der Gesetzgeber in diese Begründung reingeschrieben hat. Also es könnte mit anderen Worten durchaus sein, dass die Rechtsprechung weiterhin davon ausgeht, dass Rechteinhaber gegen WLAN-Betreiber Unterlassungsansprüche haben, die im Wege der Abmahnung geltend gemacht werden können. So, wir hatten im Vorfeld gefordert, und auch unser eigener Gesetzesentwurf, den wir dazu vorgelegt haben, hat das so vorgesehen, dass eben ausdrücklich gesagt wird, gegen WLAN-Betreiber bestehen keine Unterlassungsansprüche. Da hat dann Thomas Jatzombek, der netzpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, ganz schnell verbreitet, na, das können wir auch gar nicht machen, dass wir diese Unterlassungsansprüche abschaffen, das verstößt nämlich gegen Europarecht. Und das ist nicht richtig. Schlicht und ergreifend falsch. Ja? Es gibt verschiedene europäische Richtlinien, die iPRED-Richtlinie, die Infosoc-Richtlinie, die E-Commerce-Richtlinie, die allesamt Regelungen enthalten,
die im Wesentlichen sagen, im Fall von Rechtsverletzungen über Netzwerke muss es möglich sein, gerichtliche Unterlassungsanordnungen zu erwirken gegen die Betreiber. Da steht aber nirgendwo drin, die betroffenen Rechteinhaber müssen einen materiellen Unterlassungsanspruch haben gegen die WLAN-Betreiber. Ja, klingt das vielleicht erstmal ein bisschen kompliziert? Was ich damit sagen will ist, ja, man hätte es also so regeln können, dass man sagt, okay, die Gerichte haben, ähnlich wie zum Beispiel beim Gewaltschutzgesetz, so in Fällen von häuslicher Gewalt, die Möglichkeit, eine konkrete Anordnung zu treffen gegen einen WLAN-Betreiber, was ihm irgendwie aufgibt, tu jetzt dies, das, jenes, um Rechtsverletzungen zu vermeiden, aber ohne, dass es für ihn mit Kosten verbunden ist. Ja. Und gleichzeitig hätte man sagen können, diese materiellen Unterlassungsansprüche der Rechteinhaber direkt gegen den Betreiber, die gibt es nicht mehr. Denn dann wären die kostenpflichtigen Abmahnungen nicht mehr möglich gewesen. Gleichwohl hätte man gerichtliche Anordnungen erwirken können. Also man hätte es, wenn man gewollt hätte, europarechtskonform machen können. Aber man wollte offenbar nicht. Ja. Aber, also so blöd, wie das eigentlich jetzt alles klingt und so unzufriedenstellend und eben nochmal ganz klar, die Störerhaftung wurde nicht abgeschafft. Ja. Gleichwohl gibt es, finde ich, einen ganz positiven Aspekt an dem Gesetz. Und zwar, es hätte auch tatsächlich schlimmer kommen können. Nämlich, es hätte so sein können, wie ich vorhin schon sagte, es hätte sein können, dass diese Bedingungen für das Entfallen der Störerhaftung oder für das Provider-Privileg, dass diese Bedingungen im Gesetz geblieben werden. Und das wäre sicherlich schlechter gewesen. Also wenn jetzt drin gestanden hätte, man muss eine Passwortsicherung haben, man muss eine Vorschaltseite haben. Dass das verschwunden ist, ist also immerhin ein kleiner Erfolg, finde ich. Ja, wie geht es jetzt weiter? Das ließ dann auch nicht lange auf sich warten, dass die Reaktion kam, und zwar aus berufenem Munde. Und zwar von Waldorf Frommer, so der führenden Abmahnkanzlei. Die haben nämlich dann gleich gesagt, wir werden weiter abmahnen. Denn die Störerhaftung wurde ja gar nicht abgeschafft. Denn die Abschaffung der Störerhaftung steht ja nur in der Begründung. Und in ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Begründung nicht bindend. Ja, genau das stand in dem Weltartikel, den wir da gerade eben gesehen haben. Das heißt im Ergebnis, man kann eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt niemandem guten Gewissens empfehlen, dass er jetzt sein WLAN für die Allgemeinheit öffnet. Denn wenn er das tut, dann besteht immer noch das Risiko, dass er kostenpflichtig abgemahnt werden kann. Es sei denn, er ist ganz fürchterlich mutig, möchte vorangehen und Präzedenzfälle schaffen. Ja? Also freiwillige und mutige vor. Genau, lasst euch mal abmahnen und geht mal dagegen vor und dann sehen wir mal weiter. Ne? Also ganz interessant, wie das jetzt weitergehen wird. Es steht ja auch noch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus, in dem Fall McFadden gegen Sony Music. Diese Klage, die von den Piraten finanziert wurde und die jetzt im Vorfeld auch für ein bisschen Wirbel gesorgt hat hier im Zusammenhang mit der Störerhaftung. Bisher gibt es halt nur ein Schlussplädoyer des Generalanwalts, aber es gibt noch keine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs selbst. Ja? Und wenn die kommt, dann könnte die natürlich die Rechnung nochmal komplett über den Haufen werfen, je nachdem, wie sie tatsächlich ausfällt. Also es bleibt eigentlich spannend, dieses Problem Störerhaftung ist alles andere als vom Tisch und wird uns wahrscheinlich auch noch weiter beschäftigen. Dieses Gesetzgebungsverfahren ist allerdings jetzt erstmal durch, allerdings eben, wie gesagt, nicht besonders zufriedenstellend, sondern so semi-geil irgendwie alles. Ne?